Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal IK Invest. Schön, dass ihr wieder einschaltet und ja, die vergangene Woche im DAX war ja sehr fulminant. Der Markt ist jetzt deutlich zurückgekommen und daher heute nochmal ein Update, wie es beim DAX weitergehen könnte. Und das werden wir uns ja nachher genauer anschauen, vor allem eben die Charttechnik. Und bevor wir starten, natürlich wieder zunächst die rechtlichen Hinweise. So, diese haben wir dann auch hiermit abgearbeitet. Wir können uns also jetzt den Markt mal anschauen und vielleicht als kleiner Hinweis, falls ihr mein letztes Video nicht gesehen hattet, da habe ich ja vor 12 Tagen ein Video veröffentlicht mit der Überschrift DAX mit Doppeltop, 206% PA mit Discount-Put-Optionsschein. Und ja, wie es nun ausschaut, war das gar nicht so verkehrt vom Timing her. Der Markt ist jetzt danach deutlich zurückgekommen und dementsprechend, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, könnt ihr einfach auf meinem YouTube-Kanal IK Invest bei YouTube euch das Ganze nochmal anschauen. Und natürlich der Hinweis, wenn ihr noch nicht Abonnent seid dieses Kanals, meines Kanals, dann holt das doch gerne nach. Ihr habt hier auf der rechten Seite dann, wo bei mir Kanal anpassen und Videos verwalten steht, einen Button abonnieren, dort draufklicken, dann alle Benachrichtigungen aktivieren und dann solltet ihr immer informiert werden, wenn von mir hier ein neues Video, eine neue Analyse veröffentlicht wird. Ja, beim DAX habe ich eben schon gesagt, die letzte Woche ging es ordentlich abwärts, gerade am Donnerstag ein ordentlicher Abverkauf, wie man hier an dieser roten Linie sehen kann. Und das war ja das, worauf ich schon seit längerer Zeit spekuliert habe, dass wir eben, nachdem es ja dieses Allzeithoch gegeben hat, deutlich zurückkommen werden. Mein Kursziel zunächst einmal waren die 15.630 bis 15.700 Punkte. Und ich hatte darauf hingewiesen, dass es ja sehr interessant wird, wenn eben die 15.630, das war hier das Zwischentief, was wir hier sehen können, wenn das unterschritten wird, dass dann sicherlich dort einige Stop-Orders liegen und wahrscheinlich auch Kauforders für entsprechende Short-Positionierungen. Das haben wir dann auch gesehen, als die 15.630-Punkte-Marke am Donnerstag nach unten durchbrochen wurde, ist der Markt eben nochmal deutlicher abgesackt. Am Freitag gab es eine deutliche Gegenbewegung und diese Gegenbewegung habe ich jetzt genutzt, um wieder Short-Positionen aufzubauen. Ich habe das ja schon in dem ein oder anderen Video gesagt, wie ich im Markt unterwegs bin. Als wir hier in dieser Region länger seitwärts gelaufen sind und auch auf neue Allzeithochs angestiegen sind, habe ich Short-Positionen aufgebaut und wo es dann eben jetzt letzte Woche deutlicher zurücksetzte, habe ich dann auch Gewinne mitgenommen, habe viele Short-Positionen verkauft, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass es auch eine Gegenbewegung geben wird. Die hat es am Freitag gegeben und in diese Gegenbewegung hinein habe ich entsprechend wieder neue Short-Positionen aufgebaut. Warum habe ich das gemacht? Wir sind eben, ja, in diesen jetzt Widerstandsbereich 15.630 bis 15.700 Punkte zurückgekehrt zwischenzeitlich, dort dann eben auch wieder nach unten weggelaufen bei der knapp unterhalb der 15.700 Punkte Marke, denn das ist natürlich jetzt die ehemalige Unterstützungszone, wie man hier sehen kann. Der Markt hat dort oft wieder nach oben gedreht und jetzt aber ist diese ehemalige Unterstützungszone, so zumindest wenn man der Charttechnik Glauben schenkt, natürlich ein Widerstandsbereich. Also habe ich die Chance genutzt, in diesem Widerstandsbereich neue Short-Positionen aufzubauen, denn ich gehe davon aus, dass der Markt jetzt hier weiter nach unten laufen wird, aber deswegen auch die Überschrift, jetzt zählt es. Man darf jetzt natürlich genau in der kommenden Woche gespannt sein, ob der Markt wieder ansteigt über die 15.700-Punkte-Marke. Dann wären wir zurück in dieser Seitwärts-Range und dann könnte es auch schnell wieder Richtung 16.000 Punkte laufen. Oder aber, ob dieser Widerstandsbereich jetzt auch als Widerstandsbereich von den Marktteilnehmern wahrgenommen wird und dann eben könnte es hier weiter deutlich abwärts laufen. Ich hatte ja schon im vergangenen Video gesagt, 15.200 bis 15.300 Punkte, das ist mein nächstes Kursziel, welches ich sehe, denn da haben wir ja aus dem Februar diesen Jahres noch eine wichtige Unterstützungszone und wenn auch diese Marke nach unten durchbrochen wird, dann wäre das nächste Kursziel 14.900 bis 15.000 Punkte. Warum gehe ich davon aus, dass der Markt weiter nach unten laufen wird? Das liegt natürlich zum einen jetzt an der Charttechnik. Wir haben jetzt diesen massiven Unterstützungsbereich unterschritten. Dieser gilt jetzt als Widerstandsniveau. Aber auch verschiedene Vorfilter zeigen an, dass der Markt nach unten weglaufen könnte. Zunächst einmal die klassische Saisonalität. Die zeigt ab Mitte Juli ganz klar abwärts bis Ende September, Anfang Oktober.
Also dieser Vorfilter zeigt uns schon mal an, dass die Short-Seite zu favorisieren sein könnte. Als nächstes schauen wir noch auf den Vierjahreswahlzyklus der USA, umgemünzt auf den DAX. Wir haben dort dieses Jahr ein Vorwahljahr und diese Vorwahljahre sind auch davon geprägt, interessanterweise wie die klassische Saisonalität, dass es für den DAX ab Mitte des Jahres in etwa abwärts laufen könnte, zeitlich sogar etwas ausgedehnter bis in November, bevor dann eben die Jahresendrallye startet. Also auch der Vierjahreswahlzyklus zeigt neben der klassischen Saisonalität an, dass die Shortseite ab Mitte des Jahres zu favorisieren sein könnte. Als letztes schauen wir dann nochmal auf den CNN 4 Greed Index. Da sind wir weiterhin im extremen Gierbereich. Und ja, das ist natürlich verwunderlich, wenn man jetzt sieht, dass die Märkte doch eben auch etwas angeschlagen sind. Aber die Marktteilnehmer sind weiterhin extrem gierig. Und das als Kontraindikator spricht auch dafür, dass wir uns eher short positionieren könnten. Also, die Vorfilter sprechen ganz klar für die Short-Seite ab Mitte des Jahres. Plus, jetzt ist eben diese massive Unterstützung nach unten durchbrochen worden. Und das spricht eben auch dafür, dass wir hier weitere Abgaben sehen könnten. Wie ich eben schon gesagt habe, die kommende Woche, die wird jetzt natürlich sehr spannend, ob wir jetzt hier zurück einkehren in diese Seitwärtsrange oder aber nach unten weiter durchgereicht werden. Ich gehe von Letzterem aus. Ich gehe davon aus, dass wir schon ab morgen weiter fallende Notierungen sehen werden. Und dann ist es durchaus möglich, dass der Markt bis 14.900 15.000 Punkte fallen könnte. Das liegt eben auch an diesem eventuell aktivierten Doppeltop. Das wird man natürlich immer erst im Nachgang wissen, ob es dann wirklich auch ein Doppeltop war. Im Nachgang werden dann wieder einige ihre Analysen veröffentlichen und werden sagen, es war doch klar, wenn das Kursziel erreicht wird, dass es hier ein Doppeltop war. Das Zwischentief wurde unterschritten und dann wurde eben das Kursziel erreicht. Aber wir handeln in eine unsichere Zukunft. Wir können nur Wahrscheinlichkeiten handeln. Niemand kennt die Zukunft. Heißt also, im Nachgang zu sagen, was richtig war, das kann natürlich jeder. Das ist keine große Kunst. Aber wenn man das zumindest sich jetzt anschaut, dann sehen wir wichtige Unterstützung nach unten durchschritten. Das könnte eben die Aktivierung des Doppeltops gewesen sein und dementsprechend hätte ich dann das Kursziel 14.900 bis 15.000 Punkte. Ja, wenn ihr das Video, wie ich eben schon gesagt habe, noch nicht gesehen habt mit dem Doppeltop, dann könnt ihr euch das auf dem YouTube-Kanal nochmal anschauen. Die WKN dazu, das war die MB2B9Y. Das Produkt halte ich weiterhin für sehr interessant. Ihr habt eben gesehen, welche Seitwärtsrendite noch vor kurzem mir möglich war, plus 206% PA. Das hat sich jetzt natürlich massiv geändert. Jetzt sind es in Anführungsstrichen nur noch 109%. Also das Produkt hat sich natürlich jetzt schon sehr, sehr positiv entwickelt. Aber ich empfinde es weiterhin als ein sehr interessantes Trading-Vehikel, denn wir haben hier den Basispreis bei 17.000 Punkten und den Cap bzw. Floor bei 16.500. Heißt also, sollte der DAX am Ende der Laufzeit am 15.12.2023 unterhalb von 16.500 Punkten notieren, dann bekommen wir die maximale Auszahlung von 5 Euro. Und wir notieren ja aktuell deutlich unterhalb der 16.500-Punkte-Marke. Bedeutet im Klartext, der Markt könnte von jetzt an seitwärts laufen. Er könnte fallen oder aber auch steigen und er könnte sogar steigen auf ein neues Allzeithoch und wir erhalten trotzdem noch die maximale Auszahlung, solange wir am Ende der Laufzeit unterhalb von 16.500 Punkten notieren. Also weiterhin ein interessantes Produkt, wie ich finde, und nähere Erläuterungen, deshalb möchte ich jetzt darauf verzichten, gab es ja auch im letzten Video, also auch wenn euch das Produkt interessiert, dann könnt ihr euch das Video DAX mit Doppeltop nochmal anschauen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ab morgen natürlich weiterhin gute Trades und würde mich freuen, wenn euch das Video auch heute wieder gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr die Lage jetzt beim DAX einschätzt. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. In diesem Sinne alles Gute, weiterhin gute Trades und bis zum nächsten Video.